Eure Fragen zeigen, dass ihr, und das ist normal, ganz vielen Einflüssen aus dem Framing in den drei Anstalten 2.0, 3.0 und 4.0 unterliegt. Das ist zwangsläufig. Und das ist auch unvermeidlich. Wenn man im Knast lebt, nimmt man irgendwann die Farbe des Knasts an. Und die Gedanken nehmen auch die Farbe an. Und insofern ist das Wichtigste, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, das hinter sich zu lassen, seine Gedanken zu reinigen. Dinge für möglich zu halten, an sich selber zu glauben, an das Gute auf dieser Welt zu glauben, an die Chancen zu glauben, an die Lösungen zu glauben, an die Freude zu glauben, an das Gelingen zu glauben, das Erreichen für möglich zu halten. Sich selber etwas zuzutrauen, sich nicht klein zu machen, nicht nach hinten treten, Brust raus, Mut haben, sich entscheiden, entscheiden, mit D bitte geschrieben, sich entscheiden, was ist am wichtigsten in meinem Leben, zu erkennen, was sind die Dinge, die mich und mein Leben ausmachen? Was möchte ich mit den Tagen, die noch vor mir liegen, noch erreichen? Was möchte ich für meine Kinder erreichen? Was möchte ich auf dieser Welt noch erreichen? Möchte ich, dass in meinem Leben Freiheit die entscheidende Rolle spielt? Möchte ich über meine Gesundheit alleine entscheiden? Möchte ich die 10, 20, 25.000 Tage, die ich noch vor mir habe und die jeden Tag einer weniger werden, selbstbestimmt, eigenverantwortlich, stolz auf das, was ich tue, erreiche, der Welt gebe, verbringen? Oder möchte ich so weitermachen? Möchte ich weiter sagen, na, so schlecht war es ja nicht. Es ging schon so. Ach, Klaus, wir sind ja durchgekommen. Hat ja irgendwie geklappt. Wenn du wüsstest, war schon alles viel schlechter. Das sind Sätze, die ich auch gesagt bekomme. Möchtest du das? Dann bist du am besten auf der Welt. Dann kannst du dir diese 4 Stunden hier eigentlich hinter den Spiegel stecken und sagen, das war's. Aber wenn du eine andere Auffassung hast von deinem Leben, von deiner Chance, von dem, was du wert bist, was du dir wert bist, was du dich traust, dann richte den Hintern auf. In dem Sinne wünsche ich euch allen nur das Beste, die richtige Entscheidung, Mut, und nochmal Mut. Euer Klaus von Grenzenlos Leben.